Willkommen zu den News der Woche. Anfang April wurde nun das neue Visual zu Digimon Adventure Tri 5 bekannt gegeben. Nun wurde der Trailer des 5. von 6 Teilen veröffentlicht. Der Film heißt Digimon Adventure Tri Kyosei und startet demnach am 30. September 2017 in den japanischen Kinos. Der zweite Teil des Digimon Adventure Tri Reihe wird an den 2. Juli 2017 in den deutschen Kinos erscheinen. Auf den offiziellen Twitter-Account wurde zu den TV-Anime Enmusubi no Yoko-chan ein kurzes Werbevideo zu der Serie veröffentlicht. Der Anime wird dann am 1. Juli 2017 in den japanischen TV starten. In dem aktuellen Newsletter von Kaze wurde nun bekannt gegeben, dass der Anime-Film Projekt Ito Jinojidol Organ am 29. September 2017 in einer Collector Edition veröffentlicht wird. Vorbestellbar ist der Film demnach noch nicht. Seit langem ist es schon bekannt, dass die Anime-Serie Love Live Sunshine im zweiten Halbjahr 2017 in Deutschland mit deutscher Synchro auf DVD und Blu-ray erscheinen wird. Nun wurde von Kase bekannt gegeben, dass der erste Volumen der Idol-Serie an den 11. August erscheint. Der zweite Volumen soll im November 2017 erscheinen und der dritte soll demnach im Januar 2018 erscheinen. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Laut ProSieben Max wird die altbekannte Anime-Serie Inuyasha nun mit ins Programm genommen. Die Serie gibt es dann ab dem 14. Juli 2017 und wird immer montags bis freitags um 16.40 Uhr ausgestrahlt. Der Publisher Kaze gab bekannt, dass die erste Staffel der Anime-Serie Psycho Pass eine Gesamtausgabe bekommen wird. Die Gesamtausgabe wird am 29.09.2017 für DVD sowie auch für Blu-ray erscheinen. Dazu wurde noch bekannt gegeben, dass die Serie Rose Rain am 28.07.2017 als Gesamtausgabe erscheinen wird. Die Serie erscheint beim Publisher Peppermint Anime. Nippon Art wird die Anime-Serie X demnach auch als eine Gesamtausgabe veröffentlichen. Dazu bekommen wir auch nicht nur die 24 Episoden auf Blu-ray, sondern auch noch die OVA und Extras dazu. Geplant soll die Serie am 27. Oktober 2017 erscheinen. Nippon Art wird auch noch die altbekannte Anime-Serie Agenta Aika als Gesamtausgabe veröffentlichen. Auf der Website von AviVision, der Vertrieb des Publishers, wurde nun bekannt gegeben, dass die Serie am 25. August 2017 als DVD-Gesamtausgabe erscheinen wird. Die Anime-Serie Agenta Aika erschien zuerst bei dem Free-TV-Sender Vox und später bei Viva. Nun wurde der Ausstrahlungstermin der Serie Kepegi Danshi Aoyama-kun bekannt gegeben. In der aktuellen Ausgabe von Shueisha's Weekly Young Jump Magazine wurden die wichtigsten Sprecher bekannt gegeben und dass der Anime am 2. Juli 2017 in Japan seine TV-Premiere feiern wird. Laut dem Studio Kyoto Animation wurde auf der Hibike Euphonium 2 Special Talk Event Nensei Gyodo Oji de Omatsuri Festival bekannt gegeben, dass es für das Jahr 2018 zwei Filme der Serie Euphonium geben wird. Am 30. September 2017 soll noch ein Film der Serie im japanischen Kino kommen. Die zwei Staffeln der Serie könnt ihr mit deutschen Untertiteln auf Crunchyroll anschauen. Crunchyroll meldete selbst, dass man nun die neue Yu-Gi-Oh! Anime-Serie Yu-Gi-Oh! Reigns mit englischen Untertiteln auf Crunchyroll schauen kann. Für die, die im Englischen nicht so stark sind, brauchen sich keine Sorgen machen, denn Yu-Gi-Oh! Reigns wird es auch mit deutschen Untertiteln geben. Ein genaues Datum wurde nicht bekannt gegeben, aber es sollte in den nächsten Wochen kommen. Studio Perioda und Shueisha eröffneten nun auch eine Website zu den Anime-Adaptionen Black Clover. Auf dieser Website soll es zukünftig weitere News bzw. Informationen zur Anime-Serie geben. Denn aktuell wurde ein Poster enthüllt, den ihr hier sehen solltet. Dort sind die zwei Hauptcharaktere Esther und Yuno zu sehen. Der Manga erscheint in der Weekly Shonen Jump und wird vom Mangaka Yuki Tabata gezeichnet. In Deutschland erscheint der Manga bei Tokyopop. Aktuell sind bei uns 5 Bände erschienen. Der 6. Band erscheint demnach an den 20. Juli 2017. Wann der Anime beginnen sollte, ist noch unklar. Das waren die News der Woche und ehrlich, ich freue mich schon mega auf Black Clover. Ehrlich Leute, es ist gerade aktuell einer meiner Lieblingsmanga geworden, also was davor schon passiert ist, so eine Manga und so. Ich will hier jetzt nicht weiter sagen, was ich gerne möchte, aber nie. Muss ich nämlich sagen, also auf dem Anime freue ich mich wirklich sehr. Also man muss schon sagen, Studio Perioda macht richtig gute Arbeit. Ich sag nur Bleach, ich sag nur Naruto, ich sag nur Twin Stars Exorcist, Leute. Ich sag halt nur Tokyo Ghoul hinten mal hin. Warum zähle ich ausgerechnet die vier Serien
Serien aus, wo ganz viele Fillerfolgen waren. Ich meine, Tokyo Ghoul hatte eine ganze Fillerfolge, eine ganze Staffel Fillerfolge. Dann hatte Bleach insgesamt über 200 Folgen Fillerfolgen. Das war mein Stuhl. Dann hatte nochmal Naruto einen Haufen Fillerfolgen. Twinster Exorcist hatte ab Episode 14 oder so eine Fillerfolge. Ja, die restlichen waren Fillerfolgen. Ja, da gab es wohl ganz, ganz viele Fillerfolgen. Damit will ich halt sagen, es kann sein, dass halt bei Black Clover auch halt eben diese Fillerfolgen kommen können. Das ist der einzige Grund, was mich halt bei diesem Studio abfuckt. Egal, was bei diesem Studio passiert, Fillerfolgen werden da hundertprozentig kommen. Die werden aus Black Clover alles rausholen, was es geht. Da sage ich es euch. Ich meine, kann ja sein, vielleicht wird es auch nicht langweilig, aber es ist meistens ist es halt der Fall. Also Black Clover wird euch auf jeden Fall sehr gefallen. Wenn ihr diesen Manga noch nicht kennt, Leute, schaut euch echt den Anime dann an und dann sage ich euch, Alter, irgendwann wird es auf jeden Fall Reviews auf diesem Kanal geben vom Black Clover Manga. Das sage ich auf jeden Fall schon mal, denn ich feiere diesen Manga so richtig nach Shokugeki no Soma. Jedenfalls, es gab auf jeden Fall noch die Sache mit Yu-Gi-Oh! Reigns. Ich muss sagen, oh, das ist ziemlich krass, dass wir auf jeden Fall nochmal die mit deutschen Untertiteln bekommen. Finde ich klasse, da wann genau, weiß ich jetzt auch nicht. Das dauert jetzt noch ein paar Wochen, aber ich freue mich schon sehr und das kann ja mal was werden, weil ehrlich, das hatte man ja noch nie. Wenn man doch nur noch mit Yu-Gi-Oh! 5Ds, dann noch mit Yu-Gi-Oh! GX, okay, Yu-Gi-Oh! GX habe ich noch zu Ende geguckt. 5Ds würde ich jetzt auch nochmal gerne haben wollen, also mit die letzten Folgen oder so, mit deutschen Untertiteln, dass man das noch aktualisieren könnte, das wäre auch noch super. Aber was denn auch sonst noch? Das müsste es eigentlich ziemlich gewesen sein. Da hat man eben nichts zu bieten gehabt, aber ich muss sagen, es waren okay. Trotz alledem muss ich sagen, hoffentlich hat euch doch die News gefallen. Wenn ja, zeigt es doch bitte mit einem Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen und dazu kann ich halt noch sagen, habt noch einen schönen Tag, macht's gut, bis bald und ciao.